Wie nennt man das eigentlich, was hier so kulinarisch geboten wird? Kanonische Schmankerl, Nationalrinderwürsteln. Also wir haben bodenständiges, selbstgemachte Mehlspeisen, Würsteln, Schinken aus Bamhagen, also was bodenständiges, Produkte aus dem Burgenland. Was man bei euch wirklich spürt, ist für mich die Leidenschaft. Ja, sonst würde man es sicher nicht machen. Alle Mitarbeiter, die hier sind, sind ehrenamtlich, kostenlos. Es bekommt keiner was bezahlt. Und ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf die Gruppe. Wir sind ein irrsinnig tolles Team. Ob das jetzt das Ambiente rundherum ist, die Freundlichkeit zu den Gästen, es passt einfach alles. Das bekommen wir von den Gästen zurück. Sie sind positiv eingestellt, sind sehr zufrieden und wir bekommen sehr schöne Komplimente.